Hallo und herzlich willkommen bei Radiation Island. Ja, in meiner kleinen, bescheidenen Behausung, wo ich gar nicht verzweifelt bin, nein. Die ist ein bisschen umgesetzt worden, also es ist nicht mehr die, die ihr gesehen habt bei der Aufnahme. Im Prinzip habe ich unten eine Stern Foundation. Ich habe da noch eine zweite Boardroom, steht die daneben, braucht hätte ich es nicht. Damit habe ich angefangen. Man muss in der Gegend immer mit Angriffen rechnen, das stört mich aber nicht. Dadurch, dass ich jetzt oberirdisch bin, kommen die nicht hoch. Die kommen auch die Leiter nicht hoch. Ich habe hier trotzdem die Türe außen, also dann so gebaut. Sicher ist sicher, habe ich mir gedacht. Teilweise hat schon ein Dach. Wir haben hier unsere Brennöfen. Gut, da fehlt gerade Holz. Oh, das Blei ist durch. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So. Da haben wir das Zeug, was wir noch einschmelzen müssen. Da können wir zum Beispiel gleich mal das Titan und das Holz reinschmeißen. So. Da haben wir das Geschmolzene. Und da haben wir alles für die Munitionsproduktion. Und ihr seht, ausnahmsweise fehlt uns nicht der Schwefel. Hier habe ich was ganz Besonderes. Das ist meine Aussichtsplattform, von der ich Zombies abknall. Oder Wölfe, wenn sie angreifen. Es ist einfach damit, wenn es angreifen, brauche ich nur rausgehen und kann es alle nacheinander abknallen. Ja, diverse Vorratskisten. Diverses Zeug, wo ich noch nicht weiß, ob ich es brauche. Kleiderkisten. Munitionskisten. Ich glaube, das waren die Erste-Hilfe-Kisten, genau. Und ein Bettchen. So, das ist meine kleine Behausung quasi. Was ich jetzt noch schauen kann... Ich gehe mit den Kristallen mal rüber. Die tausche ich jetzt noch schnell. Moment, so. Ich könnte doch endlich mal auf die Waffen wechseln. So. Gut, was gibt's denn da alles? Den Cooler. Aha. 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 Was bräuchten da am ersten? Eigentlich Blei. Einen Kristall in zwei Blei. 1, 1, 5. Sand, okay. Okay, also von dem, was da aufgelistet ist, brauche ich im Moment am ehesten das da. Machen wir das mal so. Und da machen wir auch mal so. Ob ich es jetzt brauche, weiß ich gerade gar nicht. Sonst brauche ich eigentlich davon nichts. Den Rest heben wir uns also einfach auf. So. Also noch was habe ich. Ich habe auch einen ebenerdigen Eingang. Da hinten. Das heißt, unter Umständen renne ich auch einfach mal ums Haus rum und renne dann da rein. Ich habe das Haus, glaube ich, 200.000 Mal umgebaut. Jetzt mittlerweile gefällt es mir so. So, wunderbar. Restlichen Kristalle können da rein. Ja, Blätter müssen wir sammeln fürs Dach. Ich habe auch noch eine Machete meines Wissens. Da habe ich Werkzeug drinnen. Nehmen wir es einfach mal mit. Das restliche Zeug lasse ich da. Essen werde ich mich... ich habe ein bisschen Fleisch gehabt, aber ich werde mich hauptsächlich dann wohl von Früchten ernähren. Sind hier leichter aufzutreiben. Weil liegen dauernd hier irgendwo rum. Man sieht's, oder? So, wohin wollten wir jetzt? Schauen wir mal auf die Karte. Ich könnte jetzt erst einmal hier unten die drei Schätze aufsammeln. Ja, sinnvoll. Nach den dreien kann ich da hochgehen und dann kann ich zu dem Tesla-Turm rübergehen. Aber von dem habe ich, glaube ich, den Code schon. Teleportiert er mich jetzt echt dorthin? Echt dorthin? Ja, tut er. Okay. Dahin will ich. Dankeschön. Das war jetzt etwas übertrieben, liebes Spiel. Weil ich hier am Haus vorbei muss. Außerdem wollte ich die Türe noch zumachen, auch wenn kein Zombie hochkommt. So. Hört sich einfach so. Ich schaue nur schnell mal die Munition durch.
Da habe ich nur 15 Kugeln mit. Ich verwende den aber eh relativ selten. Ich glaube, ich werde den dann, glaube ich, sogar eher mal daheim lassen. Platzersparnis und so. Wo ist denn mein Bogen? Da. Ja, bleiben wir auf der Waffe. Sammeln wir es ein? Nein, sammeln wir jetzt nicht ein. Klickt ja eh ständig rum. Aha. Na, bleib stehen. Mist, der kommt. Gut. Das sind die einzigen echten Nervigen. Gut, das ist schön, wenn man nicht daneben treffen würde. Oh, das war noch ein Schaf. Ups. Liegt das Schaf da? Ne, das war jetzt aber nicht vom Schaf. Da ist das Schaf. Na gut, habe ich ein bisschen Fett. Habe ich eh noch keins. So, nehme ich mal. Nehme ich mir. Wo ist denn der? Da ist einer. So, sicherheitshalber gehen wir in die Richtung, weil ich weiß nicht, was passiert, wenn wir in die Schwarze reinkommen. Ah, da kommt noch einer angerannt. Die sind zu verdammt schwer zu treffen. Vor allem, wenn die dann auch von einer Seite kommen, wo man nicht damit rechnet. Das sind ein paar Wackeldackel. Die sind mir ehrlich gesagt egal. Kommen zwar vielleicht in Massen, aber die kann man auch schön abknallen. Kosten halt ein bisschen Munition. Nehme ich mir. Dankeschön, was hast du für mich? Ja, so kriege ich eigentlich mein ganzes Werkzeug zusammen. Dankeschön. Warum braucht sie eigentlich zwei Schüsse jetzt plötzlich, hm? So, da kommt noch einer. Nehmen, nehmen. Ist die manches Mal einfach wegrennen, verstehe ich nicht. Ja. Bleibst du da? Dankeschön. Haben wir da alles? Nein. Juhu, es wird dunkel. Was ist das da? Ich habe das Gefühl, es war keine gute Idee, dass ich da rein bin. Hilfe? Komme ich da wieder irgendwie raus? Warte, ich will raus. Bin jetzt gerade in diesem Nebel gefangen, oder? Komme ich da irgendwie wieder raus?
Ich will hier raus. So, warte. Ich hab doch Fackeln mit. Nee, ich komme nicht wirklich weg von da. Und wie lang bin ich da jetzt gefangen? Ich meine, ob mit oder ohne Fackel, ich sehe nichts. Gut, zum Essen habe ich noch genug, das kann noch eine Weile so gehen. Heilung habe ich im Prinzip auch noch genug. Kommt was, oder? Ah, da kommt was. So, was hat mir das gebracht? Nix. Noch mehr Loot. Wie komme ich aus diesem blöden Nebel wieder raus? So, machen wir die Fackel wieder an. Dann haben wir nicht so schnell Hunger, aber es ist Nacht. Geht dieser Nebel hier irgendwann vorbei? Man sollte nie zu neugierig sein, echt wahr? Ich meine, ich komme ja ziemlich raus, aber... Oh, Moment mal, meine komplette Rüstung ist hinüber. Ach du Scheiße. Ich verliere da drinnen meine komplette Rüstung. Ich verliere auch Gesundheit. Sehe ich gerade. Komme ich da wieder raus? Mit Springen geht nichts. So, kann ich irgendwas bauen? Das wird mir wahrscheinlich nicht helfen. Probieren wir es mal. Also haben wir nicht auch hätten genug. Keine Wollmütze bauen, jo. Die ist schon wieder kaputt. Gut, hat also nichts gebracht. Ach, da kann ich Kristalle erzeugen, oder wie? Moment, das muss ich jetzt mal ausprobieren. Das heißt, wenn ich den da in die Hand nehme, aber das wird wahrscheinlich nicht gehen. Raus durch. Da ist ja nichts. Das ist eine Wolke, die hat keinen Inhalt. Warten wir mal, bis die Nacht rum ist. Wenn sie nicht schon rum ist. Aber nachdem es so kalt ist, dürfte die Nacht noch sein. Sorry, es ist jetzt echt keine spannende Folge. Okay, die Fackel ist kaputt. Wir haben ja noch 4. Mit Springen komme ich auch absolut nicht raus. Kann ich irgendwas anderes?
Achtsamkeit. Ah, das ist das, okay. Ja, das bringt mir auch gerade nichts. Nö, bringt mir alles nichts da jetzt in der Situation. So. So, jetzt muss ich nur niesen. Die Nacht müsste jetzt eigentlich bald rum sein. So, jetzt hoffen wir, dass das dann auch erledigt hat, sich dieser Spuk hier. Ist immer noch Nacht. Wird es jetzt endlich hell? Also theoretisch kann ich leben da drinnen. Ich brauche nur Essen und Heiltränke. Und ich verliere halt meine komplette Rüstung. Auf lange Sicht kann das ganz schön aus sein im Endeffekt, ja. So. Jetzt raus, noch nicht. Also Notiz an mich, nicht mehr in so einen Nebel reingehen. Jetzt kommt der Sonnenaufgang. Und jetzt hoffen wir mal. Dass ich da irgendwie rauskomme. Das andere Elmsfeuer ist schon aus. Das hier nicht. Oh, schon wieder Kristalle. Das ist ja schön. Ja, was mache ich sonst? Sonst kann ich eigentlich nur sterben. Gut, also wenn sich jetzt nichts tut, schaue ich, dass ich hier sterbe. Was verliere ich? Ich verliere im Prinzip nur das, was ich gerade in der Hand habe, glaube ich. Also nur die aktive Waffe eigentlich. Gib mal die Fackel mal daher. So, und jetzt essen wir absichtlich nichts mehr. Weil ich habe das Gefühl, ich komme da nicht raus. Ansonsten haben wir schön eingesammelt. Noch mehr Kristalle. Das heißt, man muss da einfach aufpassen, dass man gar nicht hinkommt. Aber was mich halt wundert, ist, dass dich das einfach so gefangen hält. Was ist denn, wenn ich jetzt schaufel hier? Kann ich meinen Weg freischaffen? Krieg ich gar nichts raus. Oh ja, Sand jetzt einmal. Einmal Sand ist aber jetzt auch nicht gerade viel. Oh, schön. Also das ist Zeitverschwendung hier drinnen, denke ich. Ich meine, es ist gut zu wissen, dass die Zombies hier auch gelähmt sind, ja. Also verhungern ist echt ein langsamer Tod, kann ich nur sagen. Aber ich wüsste nicht, wie ich hier rauskommen sollte sonst. War keine gute Idee, hier reinzugehen. Wobei, so ganz absichtlich war es auch nicht. Ja, Sonne, befreie mich. Dauert lange, bis man da tot ist. Da komm her, der Zombie. Hier bin ich. Hier bin ich. Schön wäre es, wenn mich die raushauen könnten, aber die können sie auch nicht. Die bleiben ja auch hängen. Aber jetzt bin ich schon halb verhungert und habe fast kein Leben mehr. Ja, da, die hängen genauso da drinnen. Der trifft mich nicht. Treffe ich ihn?
kaputt haben? Weiß ich nicht. Ich habe noch nie gegen einen Zombie mit der Faust gekämpft. Oh, ich würde sagen, er ist tot. Oh, und ich auch. Ah, danke. So. Ich hätte nicht gewusst, wie ich sonst da rauskomme. Gut, dann habe ich mir zumindest den Weg nach Hause jetzt gespart. Ja, das Lustige ist, das Zeug spawnt jetzt alles auf meiner Hütte. Finde ich aber ganz praktisch. Runter. So. Essen. Da rein. Ja, jetzt brauchen wir definitiv was zum Essen mit. Nehmen wir uns mal 20 Kokosnüsse mit. Holz. Mehr Holz haben wir nicht. Aber wir haben Fasern. Und wir haben 24 sogar. Wow. Okay, Sand gebe ich jetzt mal da dazu. Wo ich sonst nicht weiß, wohin. Sagen wir es ehrlich. Eisen. Das Fett. Das ist eine gute Frage. Das braucht man ja gar nicht. So. Was ich jetzt dringend bräuchte. Warte mal. Ich habe schon eine Waffenkiste irgendwo. Da müsste die Waffenkiste sein. Okay, da hätte ich nur eine mitnehmen brauchen. So, und das gehen wir jetzt auch mal weg. Die mag ich nicht dauernd mitschleppen. Die nehme ich mir jetzt mit. So, die weg. Die kann ich rausgeben, weil ich sie da lasse. Das heißt, ich habe 150 Schuss mit und 38 von denen passt. So. Axt. Axt. Noch mehr, noch mehr, noch mehr. So. Gut, soweit. Und jetzt muss ich mal schauen, wie ich mal Rüstung mache, weil ich habe keine Rüstung mehr. Die ist komplett kaputt gegangen. Ich habe ja teilweise Rüstung. Das wäre das hier. Das hier. Das hier. Was ich brauche, ist auf jeden Fall Kopf und einen Dingsanzug. Kopf, was haben wir denn da? Bärenschädel, haben wir da einen? Ich glaube nicht. Wollmütze oder Leder und Fäden. Ja, es dauert wieder, bis ich meine Kisten alle auswendig kenne, ich weiß. So. Da sind die Waffen drinnen. Dann haben wir es da drin. Nein, Bärenschädel habe ich noch keinen. Machen wir uns wenigstens mal die draus. So. Das heißt, ich kann ruhig wieder Schafe killen, weil ich habe sonst auch keine Schafwolle. Gut. Ja. Was mir jetzt wirklich fehlt, ist so ein Schutzanzug, ein Strahlenschutzanzug. Also, wo ist denn dieser Zombie? Hören tue ich dich ja. Gehen wir mal auf unseren Balkon und schauen mal, ob wir ihn finden. Zombie. Dann gehen wir halt runter und besuchen wir dich da. So, er hatte keine reelle Chance. Tut mir leid. Super. Blut liegt auch oben. Ich habe vorher gerade noch gesagt, ich brauche Schaf. Sorry. Tut mir nicht leid. Sind wir ehrlich, es tut mir echt nicht leid. Können wir natürlich eine Hasenfalle auch stellen. Da wird es ja Sinn machen. Oh, das waren gleich 5 Fleisch. Cool. Ne, dann brauche ich doch keine Falle. Ich muss mir angewöhnen, dass ich außen herumgehe. Oder dass ich das nochmal versetze. Mal schauen. Die Schuhe, die brauchen wir jetzt nicht. Die heben wir uns aber auf, weil wir haben momentan keine.
So, Strahlenschutzanzug. Den könnte man auch auf so einer Grabungsstätte finden. Probieren wir es. Unser Pfeil ist ja noch da, da wollten wir ursprünglich hin. Wir gehen jetzt wieder dorthin. Aber diesmal bitte ohne in diese schwarzen Dinger reinzukommen. Auch wenn das verlohnend war, was Kristalle angeht, aber es war ziemlich langweilig. So. Na, wo kommt er? Wie weit muss ich noch gehen? Sehr gut. So, ja, momentan habe ich keinen Strahlenschutzanzug an. Deswegen schaue ich so anders aus. Super, und dann gibt es da keinen. Da gibt es nur Bogen und Pfeil. Machen wir das so. Schauen auf die Karte. Und stellen fest, jetzt wollen wir hier hin. Was ist das? Das ist nicht auf meiner Karte entzeichnet. Er spricht aber laut, wenn wir genau sind, oder? Ich habe da vorher gerade noch einen rumrennen sehen. Wechseln wir mal auf die 3. Forschungseinrichtung oder Militärcamp. Militärcamp. Da haben wir Wissenschaftler. Na? No. Oh, wir haben die falsche Waffe jetzt. Die wollten wir. So. Da ist einmal nichts. Da haben wir irgendwelche Fässer. Ich habe mir einen wunderbaren Stützpunkt für mein Heim ausgesucht. Da haben wir erste Hilfestation oder so. Drei Richtungen, wenn man Zombies anzeigt. Der ist hinüber. Wird man da noch einer anzeigt? Zwei sogar, die dürften aber draußen sein, ist ihm also egal. Ja, da ist mir nicht egal. So, oh, da ist eine Kiste. Sehr schön, mit Pillen. Ich bräuchte aber ganz dringend einen Strahlenanzug, Leute. Ach, da liegt Stein rum. Ist da? Oh, Essen. Essen ist cool. Aber auch nicht das, was ich gesucht habe. Da werden mal unbedeutende Zombies angezeigt. Zwei oder drei. Gehen wir mal da gemütlich hoch. Hoffen, dass die Zombies alle draußen sind. Oder dass wir gleich mit Massaker anrichten. So. Gut. Aber wie viele Minuten sind wir eigentlich schon wieder? Ja, okay. Gehen wir da noch hoch. Ziemlich großes Camp. Und da haben die Ecke wo wir. Na, das war wieder gut gemacht da. Ne? Hilfeleistung. Aha.
Nee, die Zombies sind alle aus Reichweite. Schade. Kommt es da noch weiter nach oben? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube, da sind wir da oben. No? Die Treppe, die ich nicht hochgehen kann? Okay. Ah doch, da geht es ja noch weiter. Schauen wir mal, vielleicht ist da... Ne, siehst, da ist noch eine Kiste. Noch mehr Pillen. Pillen brauchen wir aber nicht. Da sehen wir keine Zombies, die sind alle in der anderen. Oh. Hat sich doch gelohnt, da hochzugehen. Das ist ja schön. Dafür hat es sich gelohnt. Dass ich jetzt einen Dreckreisel kriege und euch sage, bis zum nächsten Mal machen wir da in der Station weiter. Ja. Ich weiß in 5 Minuten, wie es weitergeht. Ja. Ja, müsst ihr auf meinen Sendeplan schauen, der hat sich jetzt wieder geändert. Es gibt zum Beispiel eine 7-Days-Folge die Woche weniger. Und... Ach, da gibt es auch noch was, oder wie? Kann ich das kaputt machen? Moment. Mal schauen. Also ich sage tschüss, ciao, baba, und währenddessen horche ich da jetzt einfach mal drauf. Bis zum nächsten Mal.